Erst danach geht es ihm wieder gut. A'udhu billah. Oder die, die Drogen nehmen. Wenn er beispielsweise keine Drogen findet, es geht ihm sehr, sehr schlecht. Erst dann, wenn er die Droge hat, A'udhu billah, umgenommen hat, erst dann geht es ihm wieder gut. Und sogar viele nehmen Drogen, obwohl sie keinen Genuss mehr haben, A'udhu billah. Sie haben keinen Genuss mehr. Sondern sie müssen das nehmen, weil das Unterlassen dieses Drogen, das tut ihnen weh, die wollen, das tut bei den Schmerzen. Sie können ohne nicht mehr leben, A'udhu billah. Sie sind süchtig von dieser Droge. Genauso gibt es Menschen, A'udhu billah, die sind süchtig geworden von Sünden und Ungehorsamkeit. Sie können sie nicht mehr unterlassen. Möge Allah uns davor bewahren. Die Menschen im diesseitigen Leben sind am Schlafen. Deswegen wollte ich kurz erinnern. Dieser Moment, der Tod, an dem jeder vorbeigehen muss, der Tod, der Gesunde und der Kranke werden alle diesen Moment erleben, damit wir uns ein bisschen erinnern. Jeder Sohn Adam wird diesen Moment erleben müssen, damit wir uns ein bisschen erinnern. Dann musst du dich ergeben, Engel werden kommen, deine Versorgung ist zu Ende. Du wirst Angst empfinden in diesem Moment, dein Atem wird immer schwerer, dein Herz schlägt immer langsamer, von 70 auf 50, 40, immer weniger. Deine Sehkraft wird immer schwächer, deine Glieder kannst du nicht mehr bewegen, dein Blut fließt nicht mehr richtig im Körper und du stehst da, du kannst dich nicht mehr verteidigen, du kannst nicht mehr losrennen und du stehst machtlos. Ist der erste Schock. Was gibt's denn zum Lachen? Ist der erste Schock. Wo du den Todesengel siehst, was gibt's denn zum Lachen? Dieser Sie Moment. Nicht, dass du dieser gehst, Moment. Aber du musst gehen. Du musst dich vom diesseitigen Leben trennen, ob du willst oder nicht willst. Sag La ilaha illallah. Es gibt keinen Gott außer Allah. Sie kennen nur die Außenseite des diesseitigen Lebens. Das Jenseits aber beachten Sie gar nicht. Das Jenseits beachten Sie gar nicht.